Ja, cool, super. Ja, ich habe mir wahnsinnig viel aufgeschrieben für die Diskussion später. Ich würde jetzt mal an Herrn Großpietsch übergeben, der so ein bisschen was auch zur schulischen Ebene erzählt. Herrn Großpietsch habe ich durch meine Arbeit an der Freudberg-Gemeinschaftsschule kennengelernt. Und ja, wenn ich ihn vorstelle, sage ich immer gerne, dass die Zeitungen vom Wunder von Moabit sprechen und ich ihn nicht weniger lobend ankündigen möchte. Und ich freue mich, dass er heute da ist und zu seinem Wirken erzählt. Herr Großpietsch. Ja, danke. Also, ich glaube, eben hat man schon einen Punkt gehört, warum es in Deutschland nicht klappt. Ich beschreibe das mal aus meiner Sicht als ehemaliger Schulleiter und jetzt aus der jetzigen Schule. Und zwar aus der Sicht der Schüler. Das heißt, wir kennen den Schüler, aber wir wissen nicht, welche Akteure an dem Schüler in welche Richtung zerren. Also, und alle wohlmeinend, aber manchmal in gegensätzliche Richtungen. Also, problembeladene Schüler. Da sind manchmal vier, fünf verschiedene Akteure dran, ohne dass die voneinander wissen. Selbst ich war 40 Jahre lang in Moabit, davon 9 Jahre als Lehrer und die restliche Zeit als Schulleiter. Bis zum Ende kannte ich nicht alle sozialen Akteure, die im schulischen Umfeld tätig waren und in irgendeiner Weise versucht haben, mit Jugendlichen zu arbeiten. Das war ein ewiges Feld, was sich auch andauernd veränderte. Ich glaube, da ist ein wesentlicher Punkt, warum in Deutschland bestimmte Dinge nicht funktionieren, dass es nicht vernünftig organisiert ist. Und an der Stelle, glaube ich, wird doch viel Geld verbrannt. Ich würde aber gerne erst mal was zu bildungsfernen Jugendlichen sagen. Also das eine, was mir in meiner doch etwas längeren Tätigkeit deutlich aufgefallen ist, ist, dass weder die Lehrer selber noch die Pädagogen drumherum, die da tätig sind, erstens aus diesem sozialen Umfeld kommen und zweitens tatsächlich Kenntnis von diesem sozialen Umfeld haben. Und dieses wirkt sich deutlich auf Unterricht und andere Dinge aus. Dazu komme ich vielleicht mal später. Eine große Verwechslung in der öffentlichen Diskussion ist auch immer, dass Zuwendungsempfänger oder Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sozusagen mehr oder weniger automatisch in diesen Topf hineingetan werden. Das halte ich für ziemlichen Unsinn. Ich fange mal mit dem Migrationshintergrund an. In Berlin sind ja gerade die Abiturzeugnisse verteilt worden. Und erfreulicherweise haben eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern, die als Flüchtlinge jetzt zu uns gekommen sind, sogar hervorragende Abiturnoten erreicht und das ging durch die Presse und durchs Fernsehen. Das wundert mich herzlich wenig, weil die entscheidende Frage ist für mich gar nicht, also sozusagen aus welchem Land kommen die Schüler, sondern mit welchem Bildungshintergrund kommen die Schüler aus diesem Land. Wenn die dort ein Gymnasium besucht haben, die Großeltern Professoren waren, die Eltern Ärzte oder was auch immer, dann wundert mich nicht, dass die auch im deutschen Schulsystem relativ reibungslos zurechtkommen. Das Gleiche gilt bei Zuwendungsempfängern. An der Freudberg-Schule, das ist eine Privatschule, da kann ich nachher noch vielleicht was zu sagen, habe ich erlebt, dass wir wollten von Anfang an Schülerinnen und Schüler an dieser Privatschule haben, ganz zielgerichtet, aus dem Bereich eher bildungsfern. Und wir dachten, das Mittel ist eigentlich, wenn die Eltern nachweisen, dass sie Zuwendungsempfänger sind, dann hätte sich das Thema erledigt. Da haben wir gelernt, dass das nicht so ist, sondern es gibt eine Reihe von erwachsenen Menschen, die sich freiwillig in diesen Bereich begeben und sagen, ich werde jetzt Künstlerin oder sonst was und bin dann eben Zuwendungsempfänger. Die Eltern sind eben Doktoren oder die Großeltern, Schulleiter und ähnliches. Und das ist nicht die Zielgruppe, die wir erreichen wollten. Also das heißt, wenn wir von Jugendlichen sprechen, die tatsächlich Unterstützungsbedarf haben, aus meiner Sicht in Deutschland, dann sind es Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Elternhäusern. Und wenn sie aus solchen Bereichen kommen, dann ist Zuwendung, Migrationshintergrund und ähnliches sind mögliche Indikatoren, aber man muss schon mal genauer hingucken. Die Ursachen, dass die in Deutschland so stark benachteiligt sind,
haben strukturelle, wirtschaftliche, kulturelle und psychologische Hintergründe. Aus meiner Sicht am besten hat das Pierre Bourdieu schon vor ewigen Zeiten beschrieben und in den Begriff Habitus zusammengefasst. Das heißt, die Kinder werden in anderen Beziehungsnetzwerken, wie man soziologisch sagt, mit anderen Normen groß. Und diese anderen Normen machen sich zum Beispiel deutlich darin, dass diese Jugendlichen ein anderes Verhältnis, zum Beispiel gerade die Jungs, zur körperlichen Auseinandersetzung haben. Da sind dann die mittelschichtsorientierten Pädagogen oft ziemlich entsetzt und können damit ganz schlecht umgehen, weil das nicht die Normen sind, in denen sie selber nämlich in der Regel groß geworden sind. Das heißt ja nicht, dass ich diese Norm richtig finde, darum geht es nicht, sondern ich muss einfach wissen, dass dann andere Normen und andere Strukturen und andere Erziehungsformen zu Hause stattfinden. Und da kann ich nicht einfach meine Norm konträr gegensetzen, sondern muss damit umgehen. Und oftmals im Studium ist mir auch kein Studium in Deutschland bekannt, wo da systemisch drauf eingegangen wird in der Lehrerausbildung. Das heißt, es geht weiter bis hin, dass in diesen Familien Lesen, Malen, Zeichnen, kulturelle Dinge eine untergeordnete Rolle spielen, manchmal auch spielen müssen. Und oftmals wird alles das aufs rein ökonomische verkürzt. Ich gehe mal gleich auch zu dieser Corona-Frage ein. Ich glaube, es ist überhaupt nicht das zentrale Problem der materiellen Ausstattung. Das zentrale Problem ist, wie bleibt man in Kontakt mit diesen Schülern und Schülern. Also die personelle Ebene ist der entscheidende Faktor. Das andere lässt sich mit einem guten Willen relativ schnell herstellen. Das heißt, ich kann den Schülern alte Geräte ausleihen oder wie auch immer. Dass der Staat jetzt so reagiert, verstehe ich, weil mit Geld lässt sich manches am schnellsten regeln. Nur langfristig halte ich das nicht für einen zentralen Hebel, um soziale Ungleichheit im Bildungsbereich tatsächlich zu beseitigen, sondern da müssen entschieden andere Dinge stattfinden. Zum schulischen Bereich, glaube ich, ein zentrales Problem zunehmend in Ballungsgebieten wird es immer deutlich und unter Corona-Bedingungen war das nochmal wie in so einem Vergrößerungsglas, ist die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft an den Schulen. Das heißt, ich war 40 Jahre lang in Moabit und wir hatten schwer damit zu kämpfen, dass wir so eine vermeintlich negative Auslese hatten. Das heißt, es waren Schülerinnen und Schüler aus einem sozialen Segment in dieser Schule. Wenn ich andere Schulen besucht habe, die eher da wo die Reichen und die Schönen wohnen, angesiedelt waren, dann war da das andere soziale Segment. Das war manchmal nicht schöner. Und wenn ich mir hätte aussuchen können, mit welchen Schülern ich unterrichten möchte, dann war ich sehr zufrieden, wieder im ärmlichen Moabit zu sein. Das heißt, die wirkliche Frage ist, die Schule oder die systemisch beantwortet werden muss, wie sorgt man für eine stärkere Durchmischung der Schülerschaft? An der Privatschule, an der ich jetzt arbeite, können wir das steuern über die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern. Wir können nämlich sagen, dich nehmen wir auf und dich nicht. Unter dem Aspekt, und wir sagen es auch ganz deutlich und machen es auch offen, dass wir eine bestimmte Durchmischung haben wollen und solange die Nachfrage in die entsprechende Richtung geht, kriegen wir das auch hin. Und das hat entscheidende Auswirkungen auf viele, viele pädagogische Fragen. Einmal, das heißt, wenn ich sehe, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schülern jüdischer Herkunft und islamischer Herkunft durchaus in der 9. Klasse kritisch miteinander umgehen, was die Politik von Israel und Palästina betrifft, aber trotzdem beste Freundinnen sind, dann weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das in Neukölln, in Nordneukölln mal eher nicht so einfach ist. Und das liegt einfach daran, dass man eine bestimmte Schülermischung herstellen kann. Wenn ich immer nur bestimmte Sektoren zusammenlasse, dann habe ich da große Probleme. Der nächste Punkt ist, wenn die Lehrer für solche Schülerinnen und Schüler nicht ausgebildet sind, dann muss diese Ausbildung in der Schule stattfinden. Ich halte das für eine große Katastrophe, dass die Lehrer machen ein Studium, dann machen sie ein Referendariat und dann ist Schluss. Dann ist absolut Schluss. Und das ist nicht jetzt macht es sich wieder bemerkbar, dass die Lehrer zum Beispiel im Umgang
mit den vermeintlich neuen Medien, das finde ich auch schon scharf, dass man immer noch von neuen Medien redet, neuen Medien nicht ausgebildet sind und jetzt setzen alle auf diese Karte. Auch das halte ich für zumindest mal nachdenkenswert. Ich glaube, der Punkt muss schon anfangen bei der Auswahl der Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, in Deutschland findet gar keine Auswahl statt. Wenn das beim fliegenden Personal so wäre, dann würde ich nicht nur jetzt nicht, sondern auch zukünftig nie ein Flugzeug besteigen, wenn sozusagen die Piloten oder die Pilotinnen da in keiner Weise ausgesucht werden, sondern jeder kann es mal werden. Das ist die gleiche Frage, dass sozusagen eine Entprofessionalisierung des Lehrerberufs hat stattgefunden, was unter der Überschrift Quereinsteigerin stattfindet. Ich habe überhaupt nichts gegen Quereinsteiger, nur sie müssen entsprechend qualifiziert werden. Ich hatte selber an meiner alten Schule Leute aus von Teach First. Und wenn jemand vom Schulbuchverlag kam und sich eine Unterrichtsstunde ansehen wollte, habe ich den zu einem von Teach First geschickt. Und der hat gesagt, so einen guten Englischunterricht hat er noch nie gesehen. Was sagt uns das? Das sagt doch einerseits, dass es im Lehrerberuf irgendwas schieflegt. Wenn ich einen Beruf studiere und ausgebildet bin und jemand von außen kann kommen und ist genauso gut wie ich, das möchte ich mal bei Zahnärzten sehen. Also das funktioniert doch nicht. Das heißt, das ist doch in Deutschland eine absolute Katastrophe. Und in keinem erfolgreichen PISA-Land ist das so wie in Deutschland. Das heißt, an der Freudberg-Schule bin ich umsonst, hat mich der Schulgründer dahin geholt, dass ich meine Erfahrung an die Kolleginnen und Kollegen kontinuierlich weitergebe. Und wir überlegen jetzt, jemanden zu holen, der auch in der Lehrerausbildung tätig war und die Kollegen dort systemisch begleitet. Zum Unterricht könnte ich jetzt auch noch einiges sagen. Ich sag mal an einer Stelle ein Punkt, der mir an dieser Schule nochmal besonders deutlich geworden ist. In Deutschland wird alles per Verordnung organisiert. Ist ja vorhin schon so angesprochen worden. In Berlin zum Beispiel werden pro Schuljahr mehr neue Verordnungen oder Verordnungen verändert, als es Schultage im Jahr gibt. Ich behaupte mal, nicht ein einziger, auch ich als Schulleiter, ich habe mich nachher darum nicht mehr gekümmert. Da gab es die zentrale Ablage, das war der Papierkorb. Der entscheidende Punkt ist, ich behaupte, niemand im Schulsystem kennt noch alle Verordnungen. Und mein Vorschlag, den ich auch den Schulsenatoren immer wieder gerne mache, ist, nehmt doch mal 5 Schulen und 5 Schulen entlastet ihr sozusagen aus diesem Verordnungskram und stellt sie frei. Und bei anderen 5 Schulen guckt dann genau hin, dass die alles nach Verordnung machen. Setzt Professoren oder sonst wen daneben, die Entwicklung neutral 5 Jahre lang beobachten und nach 5 Jahren guckt mal hin, welche Schulen sich schneller entwickelt haben und besser entwickelt haben. Jetzt in der Corona-Zeit passiert dasselbe. Also ein kleines Beispiel, dann sagt der Schulsenat endlich mal und sagt, liebe Leute, versucht es mal in der Oberschule selber zu regeln, wer jetzt in die Schule kommen soll oder nicht, unter Einhaltung der Abstandsregeln. Dann denkt man, oh toll, jetzt können wir endlich mal das machen, was wir mit Sachverstand, weil wir die Schülerinnen und Schüler am besten kennen, machen können. Aber was muss man machen? Man muss ein mehrseitiges Papier an die zuständige Schulaufsichtsbeamtin schicken, wo man das erklärt, was man da macht, abweichend von der Hauptlinie. Also das ist typisch. Das ist typisch in Deutschland, diese Top-Down-Modelle. Und man hat noch nicht gemerkt, dass es tatsächlich nicht funktioniert. Und wenn da nicht tatsächlich mal grundlegende Punkte verändert werden, habe ich wenig Hoffnung, dass insgesamt in Deutschland es da vorangeht. Wenn man die aktuellen Statistiken ansieht, knickt es jetzt ab. Die positiven Beispiele, dass die Schulabschlüsse im Durchschnitt immer mehr Leute auch höhere Schulabschlüsse erreicht haben, knickt ja deutlich ab. Ich mache mal Schluss und wenn Fragen konkret zur Schule sind, beantworte ich die gern, auch andere natürlich. Herr Großpietsch, vielen Dank. Ich könnte Ihnen Stunden zuhören, sehr lustig. Auch ich habe mal eine konkrete Frage und zwar geht es ja nicht nur um Herausforderungen, sondern jetzt waren Sie eben an der staatlichen Schule, sind jetzt an der privaten Schule. Was würden Sie konkret einer öffentlichen Schule sagen, was die jetzt ändern sollen? Was wären jetzt konkrete Schritte, die man gehen könnte? Also ich war ja lange noch an der staatlichen Schule.
Ja. Ich behaupte mal, die erfolgreichen staatlichen Schulen machen Dinge am Rande der Legalität. Dann sind sie tatsächlich erfolgreich. An bestimmten Stellen kommt man nur aus dem Dilemma nicht raus. Ich mache es mal an einem Beispiel: Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern. Davon abgesehen, dass es zurzeit gar nicht genug gibt, aber die Schulen kriegen die über die Fächer zugeordnet. Das heißt, als Schule muss ich angeben, mir fehlt jemand in Deutsch. Ich muss nicht angeben, mir fehlt jemand, der mit diesen Schülern umgehen kann, die bei mir an der Schule sind, sondern mir fehlt das Fach, als wäre das Fach die entscheidende Frage im schulischen Bereich. Also sozusagen, aus welchem Jahrhundert kommen die Leute oder Jahrtausend in dem Falle? Ist wirklich. An der Freudberg-Schule suchen wir uns die Lehrer in einem relativ aufwendigen Verfahren aus, kann ich gerne beschreiben. Und die Kollegen entscheiden mit. Also die Kollegen, mit denen sie später zusammenarbeiten, entscheiden mit, ob die Kollegin oder der Kollege tatsächlich bei uns eingestellt wird. An staatlichen Schulen in Berlin ist es ein Casting-Verfahren. Das heißt wirklich Casting, ja. Also, und das läuft ab. Da sitzt man im Raum mit 40 oder noch mehr Schulleiterinnen und Schulleitern und im 7-Minuten-Verfahren rauschen da die Leute durch. Und dann soll ich die Hand heben und sagen, diejenige hätte ich gern. Also, dass das nicht gut gehen kann, das versteht doch wohl jeder. Also, das wäre ein Punkt: Einstellung, Auswahl der Schülerinnen. Genau, also wenn Sie jetzt Auswahl der Schülerinnen und Schüler haben Sie ja eben gesagt, wie kann das denn eine staatliche Schule machen, die Kinder zugewiesen bekommt? Die einzelne staatliche Schule, das beschreibe ich jetzt nicht, sondern da kommen, also die Kollegen sind, die es wollen, die sind da fantasiereich genug. Und die beständige Frage, ob man denn nicht bestraft wird als Lehrer oder als Schulleiter, die beantworte ich gerne so, dass mir nicht die Insel und das Gefängnis bekannt ist, wo die ganzen Leute drin sitzen, die sich nicht an Schulrecht halten. Die kenne ich. Ich bin nie bestraft worden. Also, es ist eine Herr Angst, Grospitsch, Sie eine. werden gefilmt, passen Sie Ja, auf. das ist mir so egal. Eine systemische Angst gibt es da, das ist unfassbar. Ich meine, manchmal geht durch die Presse, dass im Nachgang irgendwelche Schulräte sogar hier in Berlin verfolgt werden sollen, aber dann hört man glücklicherweise nichts mehr davon. Aber das ist auch eher politisch bedingt. Es ist wirklich unsinnig. Im staatlichen System gibt es bestimmte Grenzen. Innerschulisch kann man eine Menge machen. Die Dinge kann man dann allerdings nicht öffentlich machen. Aber die Eltern spricht sich dann schon unter Eltern rum, dass man bestimmte Dinge anders verwendet als offiziell eingetütet. Dabei belasse ich es mal.